So, herzlich willkommen zurück zu Super Mario Land 2. Wir hatten die Pumpkin Zone, die wir hier sehen, abgeschlossen zuletzt im letzten Video. Endgegner war diese komische Hexe mit ihren Kochtöpfen, die haben wir jetzt hinter uns. Weiter geht's mit der nächsten Zone, die noch übrig ist. Wir sehen, die Space Zone ist noch übrig und unser alter Spinnefeind, die Mario Zone. Hier waren wir im dritten Level hängen geblieben. Und versuchen hier jetzt nochmal unser Pech. So, hier kommt dieser Playmobil-Mann. Okay, wir versuchen es nochmal. Es war ein kleiner Fail auf jeden Fall. Playmobil-Man. So, hier müssen wir natürlich rüberhüpfen und dann fahren wir hier weiter. Fahren hier weiter und da sind wir gestorben. Okay, man hätte einfach stehen bleiben müssen. Dann wären wir hier nicht gestorben beim letzten Mal. Probieren es nochmal hier rüber zu kommen. Okay, wir sind drüben. So. Weiter geht die bunte wilde Fahrt. Uhuhu. Und rüber. So, die löst sich auch auf. Hier müssen wir uns ducken. Und dann hier das hier holen. Kann man nämlich so rüber segeln und wieder ducken. Ducken und verstecken. Wow! Ring the bell. Klingel die Glocke. So. Vorsicht, da ist ein Playmobil-Man! Ducken und verstecken. Das ist der Dugan. Weißt du, falls die mir noch jemand kennt. Command and Conquer. Red Alert 2. Na gut, soll ich es verraten. Eigentlich hätte ich fragen sollen, wo der herkommt. Woher ich diesen Namen gerade aufgegriffen habe und die Sache mit dem Duken und Verstecken. Ja, wie hieß der Präsident in Command Conquer Red Alert 2, der das gesagt hat? Ha? Wie hieß der? So, Frage an euch. Nee, keine Kanone. Wenn ihr wisst, wie dieser Präsident in Alarmstufe Rot 2 hieß, in Command Conquer Red Alert 2, der soll es mir bitte in den Kommentaren mitteilen, kriegt er einen Keks. Ja, jetzt im Ernst. Wow, die Blume. Wow! Okay, es ist gefährlich. Das ist gefährlich. Mario. Wohoho! Kriegt ihr einen Wisseling Six, wenn ihr wisst, wie der Präsident der Sowjets. Ach, scheiß drauf, nimm das Gold und fertig. Der Sowjets in Alarmstufe Rot 2 hieß. Wie hieß er denn? Gut, wir haben wieder ein Level geschafft. Und haben in der Mario Zone jetzt noch einen vor uns. Was natürlich heftig werden kann. Der Lego Level. Oder ist das Duplo? Lego Duplo? Oder, naja, auf jeden Fall sind es Lego Steinchen. Ach ja, wir können schießen, aber nicht fliegen. So war das. Nein!
Das ist doch Mist. Jetzt komme ich nichts mehr hoch. Boah! Mann, wir blamieren uns hier auf die Knochen. Okay, hier durch, hier durch, hier durch. Nein! Das kann doch nicht wahr sein. Boah, ducken, ducken, ducken. Hoch. Und den töten. Und den töten. Und den töten. Leute, Leute, wisst ihr, was jetzt kommt? Den töten. Nein, das ist natürlich aus. So. Also, es sieht ganz okay aus. Nur, dass unsere Blume weg ist. Das ist furchtbar. Aha! Wir müssten öfter bei uns sagen, dass unsere Blume weg ist. Jetzt mal Schweinchen die Raketenkugeln verschießen. Also, Alter, geht's noch? So. Das Schweinchen schießt schon mal nicht mehr. Ring the bell und schießt den da ab. So. Oh nein, Sägeblätter. Also hier gibt es nochmal eine Blume, das ist sehr fein. Das heißt aber auch, dass wir die beim Boss wahrscheinlich brauchen werden. Wenn wir da hinkommen überhaupt, das ist die Frage. Hier unten ist ein Münzen-M. Aber ganz ehrlich, scheiß auf die Münzen. Hier kommt wieder sowas. Rüber über die Rüben. Die drei kleinen Schweinchen. Worst case scenario. Super worst case scenario. Eins haben wir. Fuck. Okay, wir haben noch ein bisschen Leben übrig. Jetzt heißt aufpassen. In irgendeiner dieser Kisten war eine Blume. Okay, wäre eine Blume gewesen, auch schön. Ist jetzt nur ein Pilz, aber gut. Versuchen es natürlich nochmal. So, einmal, zweimal. Und, ich wollte schon sagen Schweinchen. Nein, noch nicht. Noch müssen wir hier durch. Was etwas erschwert wird, weil hier so ein kleiner Kerl vorbei will. Ach, und jetzt fällt hier ein Stern runter. Ach, das ist doch Mist, der fällt immer auf uns drauf. Das ist doch Mist, der fällt immer auf uns drauf. Wie sollen wir das denn dann, also... Das ist natürlich ober... Mist. Das ist natürlich echt Mist, dass der mal auf uns drauf fällt. Das ist echt, das erschwert das Ganze ungemein, muss ich wirklich sagen. Also, da haben wir jetzt echt schlechte Karten, die Schweinchen zu besiegen. Wir wissen, wie der Erste sich bewegt.
Der zweite ist uns schon so ein Habich gewesen. Zu dem sind wir jetzt gar nicht gekommen. Wenn wir schießen könnten, wären die drei wahrscheinlich kein Problem. Also nochmal. Also gut, wenn wir nach links gehen, trifft er uns nicht. So, Schweinchen 1. Der hüpft. Nein! Ach komm, die sind unschaffbar. Gottes Willen. Ja gut, wir machen hier weiter im nächsten Video, denn wir haben jetzt so wenig Leben, dass wir uns erstmal welche holen müssen. Das gefällt mir gar nicht. Noch zwei Stück. Schaffen die drei kleinen Schweinchen nicht. Das ist natürlich echt mies. Aber okay. Da holen wir uns doch jetzt glatt mal eine Niete im Bonusspielchen. Oder ein paar Leben. Wir werden es sehen. Ein Leben. Bisschen wenig. Leben. Schon besser. Probieren es gleich nochmal. Gar nichts. Okay. Naja gut, immerhin 20 Leben. Und wir verabschieden uns erstmal von diesem Let's Play Video. Bis zum nächsten Video von Super Mario Land 2. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Tschüss, euer Ego-Spieler Let's Play, aka Korb Ciao.